Hallo zusammen, Dr. Deutsch hier. Heute sprechen wir über Test DAF, über den Wortschatz von diesem Test und beginnen wir mit dem Wort Verzichten auf Akkusativ. Das bedeutet nicht mehr weitermachen, den Anspruch auf etwas nicht länger geltend machen, aufgeben, auf der Verwirklichung, Erfüllung von etwas nicht länger bestehen. Beispiele: Ich verzichte auf deine Hilfe. Ich verzichte auf deine Begleitung. Ich würde dir empfehlen, auf das Rauchen zu verzichten. Nächstes Wort: Sich bemühen um Akkusativ. Bedeutung: Sich Mühe geben. Sich anstrengen. Sich kümmern, etwas für jemanden, etwas tun. Beispiele: Ich will mich bemühen, pünktlich zu sein. Sie bemühten sich um den Kranken, um die Gäste. Nächstes Wort: Der Arbeitsaufwand. Bedeutung: Arbeitsintensität, Menge der Arbeit. Beispiele: So viel Geld kann man nur mit großem Arbeitsaufwand erreichen. Nächstes Wort: Die Zeiteinteilung. Bedeutung: Time Management. Einteilung der verfügbaren Zeit. Die Fähigkeit, gut mit der Zeit umzugehen. Beispiel: Für manche Unternehmer ist die Zeiteinteilung die schwierigste Aufgabe. Nächstes Wort: Durchschnittlich. Bedeutung: Alltäglich, gewöhnlich, normal, ordinär, mittelmäßig. Beispiele: Wir produzieren durchschnittlich 2000 Stück pro Tag. Er ruft durchschnittlich im Allgemeinen dreimal in der Woche an. Ein Mensch von durchschnittlicher Intelligenz. Langfristig. Bedeutung: lange Zeit dauernd, anhaltend, für lange Zeit geltend, auf lange Sicht. Beispiele: Wir haben eine langfristige Beziehung mit dieser Firma. Wir arbeiten schon 10 Jahre zusammen. Das war's für heute. Daumen hoch, wenn das Video Ihnen gefallen hat. Und bis nächstes Mal.